Ja, hallöchen Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. FIFA wird jetzt kategorisch boykottiert. FIFA ist jetzt sozusagen das Nordkorea unseres Spieleuniversums. Deswegen spielen wir jetzt natürlich Pro Evolution Soccer 2014 auf dem Laptop von dem Matthias. Ja, ja. Auf dem Turbo-Laptop. Und ja, wir sehen jetzt hier gerade die Mannschaften. Ich habe jetzt allerdings gerade eben die Hymnen übersprungen. Weiß ich ja nicht, ob das wieder Ärger gibt, wenn man so, da... Naja, gut. Wenn er da die Sachen hochlädt. Ich hoffe, wir kriegen es halbwegs ruckelfrei über die Bühne. Zumindest zeigt er 30 Frames an. Ob das dann auch wirklich 30 sind. Schon gerade ein bisschen langsam, aber mal gucken. Wir gucken einfach mal. Ah, vielleicht haben wir es mit dem falschen Grafiktreiber. Ja, super. Vielleicht haben wir es mit der falschen Grafikkarte gestartet. Was? Ja, da kannst du doch auswählen. Starten mit Grafiktreiber-Dings oder mit. Na, ist ja egal. Lass einfach jetzt. Ist doch egal, es läuft doch. Sicher? Ja, das. Normalerweise ist die GeForce Standard, also es müsste eigentlich gehen. Ja, nicht verzeiht uns diese kleinen Mini-Ruckler. Da gucken wir jetzt doch mal. Ah! Man könnte sagen, es ist Manuel Neuer, der wieder zugeschlagen hat. So ein Mischmasch aus Torwart und Abwehrspieler, wie sonst auch immer in der Nationalmannschaft. Wie ist der nochmal bei dieser Steuerung? Kreis ist Flanke, Viereck schießen, ne? Du kannst ja das auch umstellen können, aber so ist das jetzt einfach nur. Schuss auf Viereck und Flanke auf, auf Kreis. Jetzt läuft's flüssiger. Jetzt zeigt auch 60 an. Ah, geh doch durch. Ja, gestern hatte ich ja auch Probleme bei Simpsons. Das war mir auch neu. Echt? Da hatte ich bei Simpsons auf einmal 5 Frames. Was? Aber auch nur während Frack. Also jetzt gerade zeigt er, jetzt gerade läuft's ja auch flüssig. Am Anfang, die ersten 10 Sekunden, hat das irgendwie nicht ganz so hingekriegt, aber jetzt. Naja, wird schon passen. Ah! Da stand kein Adressat drauf. Ups. Also Fehlpässe gibt's nicht immer so an wie bei FIFA. Gibt's auch hier, ne? Ja, bei FIFA wäre der Ball schon 3000 Mal über die Linie gesprungen. Hier laufen sie wenigstens noch so, dass sie den rein theoretisch noch kriegen können. So, dass die ultra schnell ins Ausspielen, die Pässe, ohne dass der Gegner überhaupt nur eine Chance hat, oder der Mitspieler, das gibt's hier nicht. Ah, Balotelli, Mario. Nein, abseits! Ärgerlich, ärgerlich. Das hatten wir doch, wo wir das erste Mal gespielt haben. Pro Evo 13 war das, glaube ich. Da hatten wir doch am Anfang 1000 Mal abseits, ne? Mhm. Aber jetzt haben wir es mittlerweile bei FIFA auch voll oft. Ah. Ja, wir haben 10 Minuten länger eingestellt für das Spielchen. Das ist auch ungewohnt für mich. Normalerweise spiele ich ja immer nur auf 5 Minuten. Ja. Oh, aber hast du nicht geschossen? Ach, ich wollte schießen. Ich habe wieder wegen der FIFA-Steuerung geflankt. Abate! Oh, Manuel wird geprüft. Ja, du kannst ja so in der Play, du kannst das jetzt auch eben umstellen. Also. Ja, passt schon. Nicht, dass es dann wieder daran liegt. Barzali! Ah, übrigens jetzt, was sagst du denn dazu, dass jetzt Weidi doch nicht im Tor steht für Italien? War doch klar. Ja, das hast du ernsthaft damit gerechnet, dass er im Tor steht? Ja, das finde ich ein bisschen verarsche, weil... Ja, natürlich ist das verarsche. Wenn er ihn schon mitnimmt, dann soll er ihn auch wenigstens spielen lassen. Und... Natürlich war das verarsche, das war doch von vornherein klar. Hast du ernsthaft damit gerechnet, dass er ins Tor geht? Ja, er braucht doch nicht mitzunehmen. Nur um dann im Hotel in den Nationalmannschaftsklamotten rumzuschlafen, dafür bräuchte er nicht. Das war doch von vornherein klar, dass er nicht spielt. Ja, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. Ja. Zuletzt habe ich die Ecken hier nie hingekriegt. Die waren immer zu kurz. Ich weiß nicht, woran das lag. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder so sein. Na, diesmal geht's. Oh. Und waren die immer zu kurz und dann wurden die immer sofort am ersten Pfosten von einem Gegner sofort weggepflückt. Na gut, ich meine, die FIFA-Kopfballstärke gibt's hier natürlich so nicht, ne? Ja, Gott sei Dank. Ah! Ich habe drauf spekuliert, aber er war zu fest. Oh. Wer einen Ruckler findet, darf ihn behalten. Ja, Deutschland tut sich gerade ein bisschen schwer im Spielaufbau. Das ist ja immer so bei den Deutschen. Die brauchen jetzt immer so einen 2 Tore Rückstand, bevor sie mal aufmachen. Das war ja zuletzt gegen Schweden auch so. Ich meine, du warst mit Klose, ne? Also, ob das jetzt so die richtige Wahl war, das sei auch mal dahingestellt. Du kannst mit dem rechten Stick noch die Position ändern. Und mit dem linken kannst du den Drall einstellen. So. Hä? Mit dem Schniepelstrich kannst du einstellen, wie er fliegen soll. Und das funktioniert jetzt. Das weiß ich nicht. Ich habe hierbei noch kaum Freistöße geschossen, weil du gegen den Computer nie Freistöße kriegst.
Ja, der war ja fast so, wie die weiße Linie das angezeigt hat. Aus der Entfernung. Ja. Normalerweise kannst du da auch voll durchziehen, glaube ich. Ja, die besser mal. Das ist auf jeden Fall eine coole Freistoßsteuerung, wo man auch mal vielleicht eine Chance hat, ein bisschen gescheit zu ziehen. Dann hast du aber die Elfer-Steuerung noch nicht gesehen hierbei. Beziehungsweise die Steuerung von den Elfmetern ist eigentlich okay, nur die Sichtweise ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Warum? Ja, das musst du schon noch sehen, wenn du mal einen Elfer kriegst. Das ist ein bisschen weit weg, finde ich, aber dafür lässt er sich halt besser steuern als bei FIFA, finde ich. Aber ihr müsst echt fester schießen als bei FIFA. Jaccherini ist zu langsam. Es war... Oh. Nein, da ist keiner. Hinterhergesetzt und Manuel hat ihn. Weidi 09. Hm? Was war das denn für ein Trick? Keine Ahnung. Ja, jetzt gerade bin ich auch nicht so ganz gut im Spiel. Abseits. Ja. Ah, jetzt hätte ja aber Klose doch da wegbleiben können, der Offer. Der Ding ist von hinten, hätte er nehmen können. Ja, zu dem Zeitpunkt ist doch von meinen schon gar keiner mehr weitergelaufen. Ja, ja. Wenn die den Arm gehoben haben, das hätte der. Ja, wie gesagt, ab und an ist mal ein Mini-Ruckler drin, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ist halt ein Laptop, ne? Kein. Ja, das ist bei Evo ist das auch bei mir manchmal so. Das ist halt nicht. Interessant. Ja, momentan ist das eher so etwas unteres Niveau, was wir hier euch präsentieren. Ich habe mir jetzt mal den Galileo-Bericht angeguckt, was du sagst, dass mit Jay, wo er mit Funda FIFA gespielt hat. Aber so. Also Deutschland wird frecher. Habe ich gerade zum Beispiel eigentlich gefühlt viel fester geschossen, als der Balken das angezeigt hat. Und er hat aber auch feste geschossen. Nein! Eigentlich feste geschossen, nein. Ich komme hier gar nicht mehr ins Spiel jetzt gerade. Mit dem 1-0 war hier nicht mehr viel los hier. Muss ich gleich auf jeden Fall nochmal was nachlegen. Ah, der Mario. Ja, den sollte man auch nicht alleine lassen da hinten, das sag ich dir. Und der Rossi nochmal mit einem Nachschuss. Ja, gut. Wäre denn jetzt beiden Felder beispielsweise hier. Was machst du denn da? Beispielsweise hier im Kater? Im Kader? Wenn der, oder ist das nicht. Ich glaube nicht, dass sich das aktualisiert, aber wobei doch durch diese Patches, die man ja immer installiert, dadurch kann es sein. Ja, kannst anfangen. Begin second half, okay. Ja, bei FIFA weiß ich es nicht, da aktualisiert sich das ja automatisch. Hierbei aktualisiert sich das mehr oder weniger mit den Patches, aber das ist auch der Vorteil, dass Hanassi hier wenigstens sofort, hast hier sofort durch den nächsten Patch eigentlich sofort alle auf einen Blick drauf dann. Also mit dem Patch immer direkt alle Mannschaften aktualisiert, oder ja, was? Ja, die wichtigsten halt. Alter, fies aber gescheit. Ja, aber zum Beispiel dadurch, dass wir jetzt Dortmund quasi dabei haben, hast du dann auch alle anderen Mannschaften aktualisiert. Da sind dann nur Mannschaften beigekommen. Was? Was nochmal? Werden dann alle Mannschaften aktualisiert oder kommen nur neue dabei? Sowohl als auch. Okay. Ich weiß nicht genau, wann sie mal endlich mal in der türkischen Liga mal arbeiten. Warum? Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern, weil ich die auch mal noch brauche. Türkische Liga und Bundesliga sind eigentlich die wichtigsten. Und auch natürlich zur zweite Liga natürlich auch noch. Ja, Bundesliga haben wir ja jetzt. Zweite auch. Ja. Oh, benutzt du denn momentan ein Headset? Nö. Weil dann, sonst könnte ich das ja mitnehmen und einen Controller und selber noch ein paar Spiele zu Hause einfach zocken. Ja, da kannst du das andere auch nehmen. Ja, das ist aber scheiße mit dem Reinarmen zwischendurch. Kann ich zu Hause noch ein paar Spiele aufnehmen, dann mache ich einfach 5 Minuten. Ich brauche das fürs Laufband, weil ich das dabei immer aufsetze. Alter, die verlieren doch jetzt mittlerweile Bälle. Beim Laufband ein Headset.
weil ich dann nicht den Sound so laut machen muss. Alter! Was machst du denn auf dem Laufband damit? Geh. Ja, du kannst doch ganz normal. Und dann? Was guckst du denn? Was hörst du denn an? Ja, der unterschiedlich. Pizza Meat, Gronkh und so meistens. Ja, aber das kannst du auch am Laptop hören. Ja. Ja, aber dann brauchst du doch kein, um das zu hören. Noch Goal! Um das zu hören, brauchst du auch kein Headset. Ja, aber dann kann ich das nicht so laut machen, dann hört man das unten ja voll. Genau. Denn du hast auch noch das Standmikrofon hier. Ich meine ja, das taucht ja nicht so wirklich. Aber wenn du das ein bisschen weiter wegstellst, geht das doch. Das wird sehr leise dann. Wobei das selbst doch das bei dir hier drin eingebaut hat, auch okay, oder nicht? Das hat's doch bei einer Minecraft-Session auch schon mal. Ja, es geht, aber es klingt jetzt nicht so berauschend, ne? Alter! Ist ja bei den Simpsons-Videos gesehen zweimal. Ich meine, es geht, aber es ist jetzt nicht so der Knaller, ne? Ja, irgendwie tricksen habe ich auch noch nicht ganz raus, wie das funktioniert. Schieß doch, du Bauernkopf! Ah, da ist er doch. Ja. Hat er aber vor 100 Jahren gebraucht. Ja, dann wurde er da reingeflutscht. Weiß ich nicht, lass mal. Der ist ja ultra schnell hierbei. Also ich glaube hier... Nee, warte mal. Hier hatte ich jetzt das erste Mal auf Schießen gedrückt. Bis dahin läuft er nochmal und dann tickt er dann da rein, ey. Dass sie den nicht abgenommen haben. Drück mal einmal Start. Wie lange ist gespielt? Oh, da muss er doch mal ein bisschen jetzt. Ja, doch mal ein bisschen kämpfen. Ne. Na, wenn da mal kein Foul war. Lauf, Abate, lauf! Komm jetzt wie beim 1-0! Nein! Fast! Ob Deutschland jetzt nochmal nachlegen kann, das werdet ihr nach der Werbung erfahren. Komm, lauf! Ja, der schnelle Klose, ne? Raus damit! Nein, zu weit vorgelegt! Scheiße! Ah, ich einmal zu weit drauf gedrückt. Und schon hattest du das Bällchen. Ja, genau. Der ist noch heiß? Nein, ich glaube nicht. Italien ist jetzt wieder stärker nach dem Tor. Ah, fuck. Oh, nice Rückler, baby boy. Nice Rückler. Auf Reus muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Ja, ist klar, dass er den auch nicht hält, also ganz ehrlich. Muss er doch nur rauskommen und den mal eben abgreifen. Das ist ja spachelt da 3 Jahre dann vorbei. Ah, der war gut rausgespielt. Mamma mia. Oh. Da ist der Ball in der Luft stehen geblieben. Wettbewerbsverzerrung, was du gemacht hast. Yep. Ja. Großartig. Applaus, Applaus. Ja, den hat sofort zerrissen. Jetzt. Ja, man kann auch sich anstellen. Receiving Treatment. Ja, bei Manuel kann man ja ruhig mal eine Flanke rein probieren. Mhm. Oh, Manuel. Ja, Italien ist jetzt am Drücker hier. Alter, nimm doch den Ball mit, ey. Nimm doch den Ball mit. Man spielt nicht eigentlich. Freitag, ey. Was machst du denn jetzt? Balotelli.
Schweinsteiger. Ist das da? Ach, ich bin ja auch immer noch einer weniger, ne? Oh, Mösi, lauf doch! Alter, ist klar, ey. Da kommt denn der Spieler mal wieder überhaupt? Der war doch gerade schon das Zeichen. Ja, dass der wieder da ist, aber. Also, dass der muss ja jetzt noch ein bisschen da reinkommen. Momentan ist das ja nicht ganz so gut. Komm, Mario! Was war das? Foul war das. Das war faul. Ja, bin gleich über der Zeit. Boah, du hässlicher Kackkopf, ey. Mach doch mal. Ich weiß immer nicht, wie man die trickst, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Gibt auch keine Elfer. Ich habe extra gegrätscht noch, aber es war vor der Linie. Ja, jetzt habe ich diese. Mesut Özil. Wieso habe ich jetzt nicht diese Steuerung? Nix wies, warum Mesut Özil? Peace Taker. Ja. Change. Go, go, go. Ja, wieso kann ich jetzt. Mach halt! Ja, was weiß ich denn? Ja. Das war's! 2-1 gewinnt Alemannia in diesem Spiel. Deutschland meine ich. Italien hat gewonnen. Ja, stimmt. Alemannia, ne, Deutschland meine ich. Ja, Italien meine ich. So. So.